Einen schönen guten Morgen zu Tag 3 auf dem Oder-Neiße-Radweg. Wir sind schon mittendrin, statt nur dabei. 7,3 Kilometer haben wir schon. 93 stehen noch vor uns. In Summe also jetzt noch insgesamt 100. Auf meinem Zettelchen stehen 103. Heute Morgen auf dem Navi standen 101. Irgendwas knapp über 100 werden es werden. Zettelchen sagt 250 Höhenmeter, also so richtig schön eine Flussetappe. Wir sind auch gerade schon wieder voll auf dem Damm. Wetter ist super prickelnd, also 28 Grad zeigt mein Navi jetzt schon. Kann durchaus sein, weil die Sonne prasselt seit den frühen Morgenstunden. Und hier ist auch nichts, was irgendwie Schatten spenden würde, abkühlen würde. Könnte interessant werden heute mit den Temperaturen. Naja, es geht ein Wind, der meist aus West, Südwest kommt, also auch ein bisschen Unterstützung bietet. Das dürfte für ein bisschen Abkühlung sorgen. Ziel ist heute, ich glaube, die Stadt heißt Slubice. Ah, ich gucke es nochmal nach, wenn es nicht stimmen sollte, blende ich es ein. Das ist die polnische Seite bei Frankfurt an der Oder. Dort waren die Übernachtungspreise einfach wesentlich günstiger als in Frankfurt selbst für uns drei. So, das dürfte die Brücke sein, die mein Bruder und ich damals auch. Lasst mal schauen. Jo, ein rotes Teufelchen auf Fahrrad. Ich glaube, hier geht der Niederlausitzer Bergbauweg, die Bergbautour, jetzt links ab. Das heißt, dieses Stück hier oder Neisser Radweg sind mein Bruder und ich, ich glaube, letztes Jahr war das schon gefahren. Es ist etwas schwierig, eine Position zu finden, in der ihr nicht nur einen Lensflare durch die Sonne seht. Sei es drum, meine Stimme hört ihr ja so oder so. Besonders viele Sehenswürdigkeiten sind heute nicht an der Strecke. Zumindest habe ich keine großartig gefunden. Ein paar Ruinen, jede Menge zerstörte Brücken. Zweiter Weltkrieg lässt grüßen. Aber ansonsten recht viel fahren heute, aber wenn es so bleibt, die abwechslungsreiche Landschaft auch, dann ist das völlig in Ordnung so. Ich glaube, wir hätten hier runter gemusst. Das ist eine Brücke. Ja. Reichlich 20 Kilometer sind geschafft. Wir sind hier beim Wasserwerk in Griesen. Hier macht der Radweg quasi eine Doppelkurve, Doppelbiegung. Und hier gibt es nicht nur, was vielleicht für manchen interessant ist, eine kostenfreie Tankstelle für E-Bikes, sondern hier steht auf diesem Gelände auch eine MIG. Ich hoffe, ihr könnt die durch den Zaun ganz gut sehen. Ich halte euch einfach mal über den Zaun. Ja, also das ist eine Sehenswürdigkeit, die lasse ich mir nicht entgehen. Interessiert auch die anderen beiden. Wie gesagt, die sind ja so technikaffin. Genau, ein Kampfflugzeug ist ja einfach geparkt. Soweit ich das gelesen habe, ich halte noch mal drüber, soweit ich das gelesen habe, stammt dieses Flugzeug aus ja, ehemaligen NVA-Beständen. Also war wohl da auch wirklich im Einsatz. Tja, aber viel mehr Infos zu diesem Flugzeug habe ich jetzt hier nicht entdeckt. Deswegen schätze ich mal, werden wir jetzt auch nicht allzu viel Zeit hier verbringen, sondern jetzt gleich weiter nach Norden fahren.
kurz hinter Griesen ist der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, und zwar eine nur teilweise zerstörte Brücke. Ich meinte irgendwo gelesen zu haben, dass es da eine Treppe gibt, um dieses Stück, was ihr da seht, zu begehen, weil das scheint wohl noch bis zum anderen Ufer zu führen. Aber die Treppe ist nicht mehr sichtbar. Es gibt hier einen kleinen Trampelpfad, vielleicht seht ihr den ja in der Wiese. Ich schätze, dort auf der linken Seite, da sind auch so zwei verrostete Metallstäbe. Das wird sicherlich das obere Ende der ehemaligen Treppe gewesen sein. Ist wohl nicht mehr verkehrstüchtig genug, die Brücke. Deswegen schätze ich mal, wird dieses Geländer, die Treppe entfernt worden sein und damit auch nicht mehr nutzbar. Gut, die anderen beiden sind schon von dannen gezogen. Dann werde ich mich jetzt mal in die Eisen, wie sagt man, in die Eisen treten. Ach, ich werde Gas geben, um die einzuholen. Ist auch relativ einfach. Wie gesagt, geniales Fahren. Derzeit auch kein Gegenwind. Ha, herrlich. Ah, jetzt weiß ich auch die Redewendung, die ich vorhin gesucht habe. In die Eisen gehen, das ist natürlich völliger Schwachsinn. Total verwirrt, vielleicht das Hirn schon durchgekocht. Wir haben jetzt 30 Grad. Vorhin waren es schon mal 32, hier ist ein bisschen Schatten. Ja, jedenfalls in die Eisen gehen, völliger Schwachsinn. Ich muss Stoff geben, die beiden einzuholen. Gleich 12:30 bei Ratzdorf haben wir einen Rechtsknick weg von der Tour gemacht, denn hier haben wir die Mündung der Neiße, die kommt von dort entlang dieser Baumreihe in die deutlich größere Oder. Von hier an ist es also quasi der Oder-Radweg, die Neiße endet hier.
Vom Radweg aus sieht man das Kloster Neuzelle da hinten. Es gab hier gerade eine Abbiegung, könnte man nehmen. 3 Kilometer ist es wohl entfernt. Sieht schon von hier aus recht nice aus. Also wer die Zeit hat, das lohnt sich bestimmt. Hinter Eisenhüttenstadt ist eine ziemliche Durststrecke im wahrsten Sinne des Wortes. Seit dieser Kraftwerksruine ist nicht wirklich mehr viel. Nur Damm. Man kann oben drauf lang fahren oder unten drunter. Also daneben. Wir fahren daneben meistens. Achtung! Oh. Reichlich 20 Kilometer ist hier dann erstmal nichts. Wir haben jetzt gerade eine etwas längere Pause gemacht, um ein bisschen Schatten zu tanken, weil es dann doch 34 Grad in der Sonne, sagt mein Navi, geht schon Richtung unangenehm. Halb vier, wir haben noch in etwa 12 Kilometer und sind hier in Brieskow-Finkenherd. Ich hatte heute schon relativ zeitig gesagt, ich würde mich sehr über einen Slushy freuen. Die gibt es hier sogar ausgezeichnet vegan. Große Klasse. Und zwar Sommers Eiscafé und Pension. Die haben eigentlich montags gar nicht geöffnet, aber in der Saison, bei so einem tollen Wetter, machen sie trotzdem auf. Zwei Sorten Slushy, verschiedenes hausgemachtes Eis tatsächlich und da sogar zwei vegane Sorten. Das ist jetzt schon mein zweiter Becher, mal schauen, ob es der letzte ist. Hatte schon überlegt, ob die mir hier so eine große Flasche, die ja mittlerweile leer ist, mit Slushy voll machen würden. Nee, kleine Übertreibung. Jedenfalls toll, bei so einer Hitze, große Klasse. Werde ich auch in die Happy Cow App eintragen. Das ist so eine App, wo es eben vegetarisch-vegane Plätze, wo die markiert sind für eben Leute wie mich. Genau, also wir ruhen jetzt hier noch aus und die letzten 12 Kilometer, die sollten echt nichts mehr Besonderes sein. Für um 6, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, ist Gewitter angesagt. Das dürfen wir dann mit einigem Vorsprung umgehen. Ein paar Kilometer hinter der Eispause gibt es die letzte Sehenswürdigkeit vor Frankfurt an der Oder, und zwar die Kirchruine in Lossow. Man kann sogar reingehen. Ja. Eine wildromantische Kirchruine. Aber wie ihr seht, die Fenster sind erneuert. Das Einzige, was also fehlt, ist das Dach. Also ich schätze mal, dass hier durchaus noch Veranstaltungen stattfinden. Ja. Also ein kurzer Zwischenstopp ist es alles allemal wert.
Kurz nach 5 sind wir in, tatsächlich heißt der Ort so, Słubice, also Frankfurt-Oder, auf der polnischen Seite angekommen, und zwar im Villa Casino Hotel. Das ist wirklich hinter der Brücke, ein Kreisverkehr noch, und dann um eine Ecke, da ist das Hotel. Frankfurt ist fußläufig erreichbar, das werden wir heute wahrscheinlich auch noch tun, denn wir wollen ins Kino gehen, beziehungsweise ich möchte ins Kino gehen. Ich hatte das heute Morgen schon mal eingesprochen, allerdings gab es da wahrscheinlich so einen Aussetzer vom Mikrofon, deswegen ich es jetzt nochmal erwähne. Ich habe von Sinister zum Geburtstag einen 2-für-1-Gutschein bekommen. Der ist nur 14 Tage gültig und in diesen 14 Tagen bin ich komplett im Urlaub. Das heißt, wenn ich schon mal in der Nähe eines Sinisters bin, die Zeit habe und mit jemand ins Kino gehen kann, dann möchte ich diesen Gutschein halt auch einlösen. Zumal derzeit wenigstens 2, wenn nicht sogar 3 Filme laufen, die mich tatsächlich reizen würden. So viel zu Sinister. 102, lasst mich fix gucken, Kilometer sind es heute geworden. Jetzt macht es gleich Pilim-Lim. Nee, macht's nicht. Und 190 Höhenmeter. Also das war eine total flache Flussetappe. Meines Erachtens auch total, ja, einfach, nicht anstrengend. Ja, aber das ist halt je nach persönlichem Empfinden unterschiedlich. Mein Bruder beispielsweise, der kämpft arg. Soko, der könnte bestimmt 2-3 Mal so viel am Tag fahren. Also da hat so jeder sein Leistungsniveau, sein Wohlfühlniveau, will ich mal sagen. Für meinen Bruder ist es ein bisschen zu viel. Deswegen, Basti, gute Nachricht. Die nächsten Tage deutlich weniger. Unter 100. Ja, er macht so. Gut, ansonsten ist der Tag heute nicht besonders nennenswert. Es war wieder viel Flussnähe dabei. Ich hatte ja einmal diese ca. 20, fast schon 30 Kilometer Teiletappe erwähnt, wo im Grunde nichts war. Also das war wirklich schon, hat sich gezogen, kann man schon sagen. So, jetzt werden wir mal schauen, was das Wetter macht. Da kommen 2 Gewitterzellen auf Frankfurt-Oder zu. Die werden wir mal genau beobachten, weil es wäre natürlich nicht gerade schön, wenn wir gerade diesen 1,1 Kilometer rüberlaufen, dass wir da gerade diesen Guss abkriegen. Das war's für heute. Gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen zu Tag 4 auf unserer Reise auf dem Oder-Neiße-Radweg. Die beiden anderen packen jetzt gerade noch ihre Räder. Ich habe das schon fertig, deswegen kann ich euch jetzt gleich erzählen, was heute vor uns steht. Es sind nicht mal 77 Kilometer, die heute planmäßig die Etappe ausmachen. Und lasst mich schauen, 180 Höhenmeter, also wieder ein absoluter Flussradwegtag. Und dann auch noch so kurz, also das sollten wir in relativ kurzer Zeit oder mit sehr vielen Entspannungspausen ganz gut über die Bühne kriegen. An der Strecke liegen heute ein paar sehenswerte Orte, hauptsächlich thematisch in Richtung Zweiter Weltkrieg. Die habe ich auch extra teilweise eingebaut, also die liegen nicht wirklich am Routenverlauf, sondern ich habe so einen kleinen Schlenker eingebaut. Also bei einer Sache weiß ich es ganz genau. Aber gerade heute, wo so wenig Kilometer anstehen, kann man das durchaus mal machen. Unser Ziel ist heute eine Pension in dem Örtchen der Gemeinde Oderaue. Ich kannte das Örtchen vorher noch nicht und ich musste jetzt auch gerade noch mal schauen, wie der Ort heißt. Die nächste Siedlung, die auf der Karte eingezeichnet ist, heißt Wustrow. Grob nordöstlich von Berlin. Wir starten also quasi hier in Frankfurt-Oder auf gleicher Höhe, sage ich mal, wie Berlin und schlängeln uns an der Oder ein wenig weiter nach Norden. So, jetzt habe ich hier lange genug gelabert, die beiden anderen sind startbereit, deswegen begeben wir uns jetzt mal auf die Strecke.
Vielleicht könnt ihr da Sebastian noch am oberen Ende dieser Steigung sehen. Hier an der B112 geht es eigentlich jetzt rechts weg, das nehme ich gleich. Und Sebastian und Sirko sind jetzt hier mal noch ein Stück, so 1,1 Kilometer geradeaus gefahren in ein Örtchen namens Lebus. Die wollen dort zu einem Supermarkt, weil ansonsten sieht es heute an der Strecke eher mau aus. Ich brauche nichts, deswegen fahre ich jetzt hier rechts und hier geht es jetzt erstmal in die Oderberge. Naja, ich bin mal gespannt, was das zu bedeuten hat. Los geht's. Okay, die Berge muss man in Relation sehen zu dem sonst extrem flachen Gelände hier. Aber oben auf den Bergen genießt man schon eine schöne Aussicht. Die wollte ich euch nicht vorenthalten. Hier ist auch ein Rastplatz, wo ich gerade stehe. Schon ganz nett. Tja, ich hatte nicht mal groß Gelegenheit, noch irgendwie auf den Knopf zu drücken und irgendwie Fahrszenen zu filmen, denn fast nur wenige Meter hinter unserem Treffpunkt, also in Lebus, habe ich gewartet, dass sie eben aus einer Straße dann wiederkamen. Das taten sie dann auch relativ zügig. Wir haben uns jetzt aber trotzdem gleich wieder verloren, weil während ich noch startete, sind die beiden weitergerollt. Und ich schätze sogar, dass sie in diese Richtung gefahren sind. Da zeigte nämlich die Beschilderung des D12, während ich eben dieser Straße folge. Ich schätze, dass ich das so gelegt habe, um dieses Highlight oder Sehenswürdigkeit, Highlight will ich es mal jetzt nicht bezeichnen, Sehenswürdigkeit aufzusuchen. Und wenige Meter hier um die Ecke ist das nächste. Nee, Highlight ist wieder falsches Wort, Sehenswürdigkeit. Bedeutsamer Ort, sagen wir es mal so. Und zwar, warum ich so ein bisschen zurückhaltend das versuche zu formulieren, das ist eine Kriegsgräberstätte aus dem Zweiten Weltkrieg. An dieser Stelle die russische Kriegsgräberstätte. Und eben da vorne, ich sehe sogar schon den braunen Wegweiser, die deutsche, die werde ich auch gleich noch aussuchen. Jetzt gehe ich erstmal hier in die russische rein, lese mir hier noch ein Erklärungsschild durch. Tja, und die anderen beiden sind halt weitergekachelt. Die dürfen sich dann das Video anschauen und quasi diesen Ort hier virtuell besuchen. Ja, also laut dem Schild ist das hier die zentrale Kriegsgräberstätte für Bürger der damaligen UdSSR, die auf dem Gebiet des heutigen Landes Brandenburg gefallen sind. Und die werden wohl noch heute gefunden, also bei Bauarbeiten und Ausgrabungen. Und wenn die eben gefunden werden, dann werden sie hierhin umgebettet. 2014 wurde das Ganze hier saniert, steht auf dem Schild. Und zu diesem Zeitpunkt, schätze ich mal, lagen schon 5000 bekannte und unbekannte Soldaten der UdSSR auf diesem Gelände hier. Ja. Ist zwar jetzt vielleicht nicht gerade die richtige Zeit angesichts der aktuellen Weltsituation, aber ich meine, unabhängig von dem, was gerade passiert, ist das Teil unserer aller Geschichte. Ja. Hier stehe ich jetzt in diesem Rondell mit dem Obelisken, so heißt es laut Beschilderung. Tja, ich hatte ja tatsächlich Russisch in der Schule, konnte ich mir aussuchen, also eine Fremdsprache, deswegen kann ich sogar die russischen Beschriftungen hier lesen, die Namen entziffern. Ja, okay, also ich schaue mir das jetzt hier noch ein bisschen an. Ich melde mich dann wahrscheinlich von der deutschen Kriegsgräberstätte noch einmal.
Ja. Hier ruhen deutsche Soldaten gefallen 1945. Schlicht, sehr klein offensichtlich. Nichtsdestotrotz irgendwie ansprechend. Und im Gegenteil, also falsches Wort, nicht so bedrückend wie die anderen deutschen Soldatenfriedhöfe, die ich bisher besucht habe. Im Gegenteil, eher ein würdiges Gedenken irgendwie. Viertel vor zwölf ist es schon, Kilometer 22. Ich verdüdele zu viel Zeit bei den Sehenswürdigkeiten. Und bei einer stehe ich hier gerade. Und zwar bei einer, haltet euch fest, Treppe. unscheinbar, man würde wahrscheinlich einfach vorbeikacheln, wenn man nicht wüsste, dass es was, naja, eine besondere Treppe ist. Das hier ist nämlich die sogenannte Diplomatentreppe. Hier kamen 1975 diplomatische Vertreter aus 40 Staaten zusammen, um sich hier einen der ersten Brückenköpfe im Zweiten Weltkrieg anzuschauen. Und für diesen Anlass wurde hier diese Treppe errichtet. So jedenfalls steht es auch hier auf dem Schild. 2. Februar 1945, da überquerten hier die Sowjets die Oder. Und 1975, da steht's, 40 Jahre nach Kriegsende, stimmt nicht. Wahrscheinlich hat man das da mit diesen 40 diplomatischen Vertretern vermischt. Natürlich 30 Jahre nach Kriegsende kamen die eben hier zusammen. Und damit die schnell und einfach auf die Deichkrone gehen konnten, um den Ort der Anlandung zu betrachten, hat man hier diese Treppe errichtet, die sogenannte Diplomatentreppe. Ja, Basti und Sirko sind von ihrem eigentlichen Wartepunkt schon wieder weitergekachelt, sind aber glücklicherweise hier an dem Punkt meiner Route gefolgt, weil der eigentliche Oderradweg, ihr könnt es euch denken, geht da lang. Ich habe hier aber einen Abstecher nach Reitwein eingebaut, all dieweil es da wohl, ich schätze mal, besonders heftige Gefechte gab, und da gab es irgendwo, oder gibt es irgendwie einen Gefechtsstand eines bedeutenden sowjetischen Generals. Da fahre ich jetzt auch hin. Und da kann ich bestimmt auch mehr dazu sagen. Jedenfalls allesamt Highlights auf Komoot, nur deshalb darauf aufmerksam geworden. Ansonsten, ich glaube, die Diplomatentreppe steht auch im Bikeline. Ja, genau, kleiner Umweg jetzt nach Reitwein. Zeitlich ist eigentlich irrelevant, ne? Ist zwar jetzt fast schon Mittag, aber es sind nur noch 50 Kilometer. Ja, weiter geht's. Thank you.
Breitwein gibt es noch einen russischen Soldatenfriedhof. Ähnlich zu dem in Lebus. Ein paar Meter weiter hatte ich hier noch einen Schlenker zu der Kirche gemacht und auf dem ersten Blick war mir gar nicht klar, warum. Aber das ist eine Ruine, da fehlt das Dach. Die schaue ich mir jetzt mal fix an. Gut, also das ist das, was man zuerst findet. Ein etwa 1 Meter tiefes Loch in den Graben. Ich weiß nicht, ob das Originalzustand ist oder ob das irgendwie gesichert wurde. Das muss man jetzt für sich selber entscheiden, ob es das wert ist. Der Weg hier hoch ist nämlich echt zum Abgewöhnen. Teils richtige Sandbänke aufgeschwemmt, wo man mit so einem schweren Reiserad einfach nur hängen bleibt bzw. sinnlos in den Weg reintritt. Ja, also hier hat es eine Schautafel, wo Sebastian gerade steht, wo das alles ein bisschen erläutert wird. Oder was heißt ein bisschen, schon sehr detailgetreu. Sicherlich könnte man jetzt hier durch dieses Waldgebiet, diesen Berg noch ein bisschen erwandern und da finden sich bestimmt auch noch weitere Eingänge oder Reste, Schützengräben, schlag mich tot. Ob der Mückenlast und weil es durchaus schon relativ spät ist, nach um 12, belassen wir es jetzt hier dabei. Im Übrigen, der Name des russischen, ich glaube nicht mal General war es, nicht mal irgendein Oberst oder sowas, Schuko hieß der. Der war hier der Befehlshaber und der den Angriff eben in Richtung Westen leitete. In der Nähe von Bleien offensichtlich trifft man hier auf den Eurovelo 2, gleichzeitig Europa-Radweg R1. Entweder im Bikeline oder im Komoot heißt das noch London, Berlin, Moskau, also quasi eine Hauptstadtroute. Ja, da steht es auch an dem rechten Schild, Hauptstadtroute Eurovelo 2. Ja. Klingt auch ganz reizvoll, aber naja, zumindest der östliche Teil könnte ja durchaus ein bisschen kompliziert sein derzeit. Nach ziemlich genau 60 Kilometern habe ich hier eines der Highlights des heutigen Tages erreicht, nämlich den Ort, an dem die Rote Armee den ersten Brückenkopf an der Oder errichtete. Am 31. Januar 1945 hier bei Kienitz überquerten ca. 400 Mann, ein Vorauskommando, die zugefrorene Oder. Für schwere Technik war das Eis zu schwach, das kam also erst später. Etwas weiter die Oder flussabwärts und flussaufwärts
wurden dann am Folgetag weitere Brückenköpfe errichtet. Zum Gedenken hieran wurde auch hier diese Stele errichtet, die ihr seht. Und im Ort selbst, in Kienitz selbst, steht ein, ich hoffe, ich habe es richtig gelesen, ein T-34-Panzer der Sowjets. Der stammt auch wiederum aus NVA-Beständen. Sebastian und Sirko hatten bei Kilometer 28,6, da habe ich sie getroffen. Allerdings waren sie unten auf der Straße, ich war oben auf dem Damm. Und ohnehin wollte ich diesen langweiligen Teilabschnitt hinter mich bringen und habe jetzt auch ein bisschen durchgezogen. Es waren jetzt bestimmt insgesamt 15 Kilometer reinste Dammfahrt, Deichfahrt. Ziemlich ereignislos und hat mich auch schon echt angeödet wieder. Viertel vor fünf sind wir bei unserer heutigen Unterkunft der Pension Zollbrücke in Zollbrücke, was zur Gemeinde Oderaue gehört, angekommen. Ich hatte es heute Morgen ja schon mal erwähnt. Grob zusammengefasst liegt das mitten im Nichts. Wir sind auch nicht in der eigentlichen Pension, die direkt oben am Oderradweg liegt, untergebracht, sondern zwei, drei Häuser weiter im Ort. Hier haben sie nochmal quasi ein Ferienhaus. Und da haben wir die zwei Räume im Erdgeschoss bekommen, sodass uns quasi das gesamte Erdgeschoss gehört. Wir sind wohl heute hier in dem Gebäude auch die einzigen Gäste. Sehr geräumig, jedes Apartment hat seine eigene kleine Küche. Also völlig ausreichend und angemessener Preis. Ich glaube 64 Euro für das Doppelzimmer, 49 für das Einzel. Völlig in Ordnung. Ich hatte es vorhin ja schon mal erwähnt. Das Gefühl von Langeweile hat heute leider Einzug gehalten. Es waren jetzt wirklich bestimmt heute 20, 30 Kilometer reine Deichfahrt dabei, wo es Sehenswertes nicht wirklich was gab. Jetzt zum Schluss kamen wir an so alten, wahrscheinlich Hafen- bzw. Industriegebäuden vorbei, die umgenutzt wurden in Restaurants, Turmrestaurants. Da standen auch Eisenbahnwaggons, in denen man übernachten kann. Das war nochmal ganz nett. Ich glaube, das habe ich auch aufgezeichnet, also die Vorbeifahrt. Aber ja, so sehenswerte Orte, wo man halt mal anhält, sich vielleicht was durchliest, gab es jetzt nicht so super viele. Ich muss aber dazu sagen, es gibt an der Strecke durchaus ab und an mal Informationsschilder. Manche befassen sich, glaube ich, mit der Tierwelt, die es hier gibt. Und zuletzt hatte ich an einem gewartet auf Sebastian. Da ging es um die Begradigung der Oder und den Deichbau. Der Deichbau interessiert mich jetzt nicht gar so sehr. Die Tatsache, dass die Oder begradigt wurde, das ist durchaus historisch interessant, weil man versucht ja heutzutage so diese Renaturierung von Flüssen, um denen auch Platz zu geben für Überflutungen und so weiter. Das wusste ich gar nicht, dass das hier so groß gemacht wurde. Das war, glaube ich, im 18. Jahrhundert. Da wurden richtig Zehntausende Hektar Land gewonnen, indem man eben die Oder in so einen
recht weitläufigen Deich eingepackt hat. Es hat sich also dann heute ein bisschen gezogen, dort wo es nur Deich war, aber man kann halt auch nicht erwarten, dass immer irgendwo was Sehenswertes ist. Ja, also das soll es zu heute gewesen sein. Morgen, lasst mich fix schauen, stehen 94,7 Kilometer an und 290 Höhenmeter. Heute sind es übrigens 197 geworden bei mir. Ich erinnere mich an keine wirklich nennenswerte Steigung. Ja, ist halt absoluter Flussradweg. Das hat morgen übrigens ein Ende. Morgen verlässt die Oder die deutsch-polnische Grenze und fließt dann eben nur noch auf polnischem Gebiet lang bis zur Ostsee. Und der D12, der schlängelt sich dann grenznah bis eben nach Ahlbeck an der Ostsee. Das soll es für heute gewesen sein. Wir machen uns dann noch was zu essen, dann spielen wir vielleicht noch eine Runde Rommi. Gibt's Karten hier, hoffentlich komplett. Und dann sehen wir uns morgen auf der Strecke wieder. Gute Nacht.